Hallo, ein ganz kurzer Gruß von der Ernährungsfront. Ich bin gerade unterwegs, bereite mich auf Phase 2 vor. Ich habe auch schon viele Videos geschnitten. Ach Quatsch, ich habe viele Videos gedreht, aber noch nicht so geschnitten, weil ich eigentlich jetzt gerade hier dabei bin, diese Phase 2 einzuladen. Das hat natürlich wieder mal Priorität. Was aber leider bedeutet, dass halt jetzt das nächste Video noch ein kleines bisschen dauern wird. Aber ich denke mal, es lohnt sich ein bisschen länger drauf zu warten, damit auch ein bisschen Qualität reinkommt und ich auch eine Aussage habe. Ich fühle mich soweit klasse. Die 50 Tage Saftfasten haben echt was gebracht. Die 10 Bonustage waren auch sehr interessant. Davon wird das nächste Video handeln. Und dann geht es auch schon weiter mit Sachen zu Phase 2. Und das wird super spannend, auch für euch, denke ich mal. Also jetzt die letzten Tage hier schon so alles darauf vorbereitet habe. War für mich teilweise überraschend, aber auch sehr, sehr cool. Da wird es halt die nächste Zeit auf diesem Kanal eine Menge Videos geben. Eher kleinere Videos, aber halt themenbezogen. Zu quasi vielen Punkten, weil Saftfasten ist einfach. Das zeigt halt, wie 60 Tage lang Säfte trinkst und was sich dabei verändert. Hier wird es komplizierter. Hier geht es halt darum, etwas zu finden, das sich ewig schlank hält, ohne dass du dabei halt irgendwelche brutalen Einbußen hast. Eine kleine Sache verrate ich euch schon mal. Einer meiner Hauptsätze, Merksätze und Anker ist es im Moment immer zu sagen, iss dich satt und zufrieden. Das bedeutet, wenn du dich satt isst, aber nicht zufrieden damit bist, weil du irgendwie so Diätzeug gegessen hast, das dir nicht schmeckt, wirst du hinterher trotzdem sehr wahrscheinlich wieder Heißhungerattacken bekommen. Wenn du dich zufrieden isst mit was total Leckeres, aber nicht satt, weil die Portion viel zu klein war, dann würde es das auch nicht bringen. Diese Regel geht komplett weg von irgendwelchen Kalorienzählen, aber hat eine gesunde Grundlage, damit du verstehst, was du essen musst, damit du nicht dich überisst. Ja, also, merkt euch das, ich werde schon wieder mehr dazu erzählen. Ne? Ist dich satt und zufrieden. Übrigens, das ist die Strecke, die ich damals gelaufen bin, als ich die erste Phase gestartet habe und so monströs geschnauft habe dabei und kaum vorangekommen bin. Also, wenn ich hier so mein Gesicht angucke, das ist schon ein krasser Unterschied. Ah, Kleinigkeit noch, kann ich auch voran. Ich habe mal meine Taille gemessen jetzt und als ich gestartet habe, hat mein Körperumfang 158 cm gehabt. Jetzt ist er runter bei 143 cm. 60 Tage und dann so ein Unterschied. Krass. Also ich finde es geil. Ich freue mich jetzt auf die nächste Zeit, wo es wirklich richtig gut abgeht. Und Leute, ich bin dabei, ich bin heiß. Und ihr werdet demnächst ein paar coole Sachen hier erleben. Hoffe ich zumindest. Okay, ich schaue mich raus. Lasst euch gut gehen. Bleibt dabei. Und abonniert, liken und so. Ne? Tikva aus.